Für Adventure-Fans ist es das Comeback des Jahres. Seit 31 Jahren warten sie darauf, dass Altmeister Ron Gilbert endlich wieder zu seiner Monkey Island-Serie zurückkehrt. Die Wünsche wurden endlich erhört. Return to Monkey Island soll noch in diesem Jahr erscheinen und eine brandneue Story erzählen, die zwischen dem zweiten und dritten Teil angesiedelt ist. Die Ankündigung im April wurde mit Begeisterung aufgenommen, auch weil es dem Entwicklerteam gelungen war, das Projekt bis zuletzt komplett geheim zu halten. Unter die erste Euphorie mischten sich allerdings auch kritische Töne, die mittlerweile einen Schatten über die Monkey Island Community werfen. Was ist dran am Grafikgate? Schon die ersten Bilder von Return to Monkey Island stießen bei manchen Fans eher auf gemischte Gefühle. Das war aber wohl auch voll beabsichtigt. Wie Ron Gilbert in seinem Blog erklärt, wollte man ganz bewusst keinen Retro- oder Pixel-Art-Stil, wie zuletzt bei Thimbleweed Park. Laut Gilbert sollte sich Monkey Island unbedingt weiterentwickeln, so wie es auch die Vorgänger schon getan haben. Er wollte darum einen Look, der provokativ, schockierend und unerwartet sein soll. Und so holte man schließlich Rex Crowley ins Boot, der sich schon mit Spielen wie Knights and Bikes und Tearaway einen Namen gemacht hatte. Er verantwortet nun als Art Director den neuen Stil für Return to Monkey Island. Und so sieht das Ergebnis aus. Kein Pixel Art, keine 3D-Sperenzchen, keine Cartoon-Präsentation. Return to Monkey Island setzt stattdessen auf einen frischen 2D-Grafikstil, der mit seinen schrägen Formen, kantigen Modellen, gedämpften Farben und eigenwilligen Figurendesign sicher ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist. Manche erkennen da Spuren von Kubismus, andere ziehen Vergleiche zur Guacamelee-Serie. Guybrushs gedrungene Statur mit seinem übergroßen Kopf samt Karottennase wecken Erinnerungen an Kinder- oder Märchenbücher. Und auch die Animationen sehen im Trailer erstmal nicht sonderlich detailliert aus. Allerdings wehrt sich Ron Gilbert gegen den Vorwurf, das Spiel sei lieblos oder billig produziert. Die Grafik sei exakt so, wie der Entwickler sie haben wollte. Muss einem nicht gefallen, klar, aber man muss es hinnehmen. Schließlich entscheiden die Macher selbst, was für ein Spiel sie produzieren wollen. Ob der Künstler damit auch beim Publikum landen kann und wie sich das Ding am Ende verkauft, steht natürlich auf einem ganz anderen Blatt. Damit könnte man die Sache im Grunde abhaken und das Spiel einfach auf sich zukommen lassen, doch offensichtlich werden einige Fans nicht müde, ihrem Ärger Luft zu machen. Schon nach der Ankündigung zeigte sich Ron Gilbert enttäuscht von dem negativen Feedback, schließlich wären alle im Team mit Herzblut bei der Sache. Nach dem zweiten Trailer, der zum ersten Mal richtiges Gameplay zeigte, wurde die Kritik noch lauter. Einige Fanreaktionen waren scheinbar so heftig, dass sie den Entwickler persönlich trafen. Auf seinem Blog meldete sich Gilbert deshalb mit einer frustrierten Botschaft. Ich schalte die Kommentarsektion ab. Manche Leute sind einfach nur noch gemein und ich muss Kommentare mit persönlichen Angriffen löschen. Es ist ein wundervolles Spiel und alle im Team sind sehr stolz darauf. Spielt es oder spielt es nicht, aber ruiniert es nicht für alle anderen. Ich werde nichts mehr auf meinem Blog zu dem Spiel posten. Die Freude am Teilen wurde mir genommen. Gilberts Kommentar sorgte natürlich für jede Menge Reaktionen, auch aus der Industrie. So zeigte sich auch Dominic Armato, der Guybrush seit vielen Jahren seine Stimme leiht, sichtbar frustriert. Toll gemacht, Leute, schreibt er auf Twitter und setzt dann nach. Also dafür, dass diese Community ihr Medium immer wieder als Kunst verteidigt, gibt es doch furchtbar viele Leute, die alles dran setzen, es wie eine stumpfe Ware zu behandeln. Unterstützung gab es auch von ehemaligen Kollegen wie Larry Ahern, der als Projektleiter von Curse of Monkey Island bekannt wurde. Auf Twitter schreibt er: Mann, bin ich froh, dass ich Curse nicht zu einer Zeit gemacht habe, in der jeder seine Meinung im Internet geteilt hat. Ich wäre zu gelähmt gewesen, um irgendwas zustande zu bringen. Irgendwie hatte ich gehofft, dass sich das Mengendiagramm aus Monkey Island-Fans und gemeinen Leuten nicht überschneiden würde, aber offensichtlich gibt's die überall. Auch von Naughty Dog, dem Studio hinter The Last of Us und Uncharted, kommt Unterstützung. Creative Director Neil Druckmann zeigt sich enttäuscht, dass sogar klassische Adventures von toxischen Fans attackiert werden, die es scheinbar besser wissen als die eigentlichen Entwickler. Er ermutigt Ron Gilbert und sein Team, genau das Spiel zu machen, das ihnen vorschwebt, und den Grafikstil bezeichnet er als wunderschön. Kurz danach legt er nochmal nach: Druckmann sieht sich selbst als großen Fan der Reihe und freut sich riesig auf ein neues Monkey Island von Ron Gilbert. Er wünscht sich ausdrücklich Gilberts Vision und nicht die von irgendwem anders. Von EA meldet sich der Development Director Alex Mann zu Wort. Auch er zeigt Verständnis für Gilberts Reaktion. Auf Twitter schreibt er: Wenn sich die Leute wieder mal fragen, warum manche Studios nichts mehr vorab zu ihren Spielen kommunizieren wollen, das ist genau der Grund. Die persönlichen Kosten für die eigene geistige Gesundheit sind es einfach nicht wert.
Und Support gibt's auch von Cory Barlog von Santa Monica Studios. Der God of War-Schöpfer nennt Gilbert seinen Entwickler Helden und ruft die Fans deutlich auf, sich anständiger zu verhalten und mehr Respekt zu zeigen. Es ist außerdem nicht das erste Mal, dass die Grafik von Monkey Island für Diskussionsstoff sorgt. Die Serie um unseren Lieblingspiraten Guybrush gibt's schließlich schon seit 32 Jahren und mit jedem Teil wurde sie grafisch dem Zeitgeist angepasst. Das erste Monkey Island war noch ein von Hand gepixeltes VGA-Adventure. Das war natürlich längst noch nicht so hübsch wie die späteren LucasArts-Spiele, aber technisch war es damals schon absolut auf der Höhe. Der Nachfolger Monkey Island 2 erschien nur ein Jahr später, verwendete aber schon gescannte Zeichnungen für die Hintergründe, die dann mühsam in VGA-Pixelgrafik umgearbeitet wurden. Das Ergebnis ist deutlich verspielter, detailreicher und auch comichafter als der erste Teil. Das dritte Spiel, The Curse of Monkey Island, folgte erst 6 Jahre später und entstand ohne Beteiligung von Ron Gilbert. Damals sorgte das Spiel für einige Aufregung, weil das aufwendige Cartoon-Design mit dem schlaksigen Guybrush so deutlich von den Vorgängern abwich. Teil 4 ging dann nochmal in eine andere Richtung, hier kam nämlich die Grafik-Engine von Grim Fandango zum Einsatz. Die verwendete vorgerenderte Hintergründe und klobige 3D-Figuren, wodurch viel vom Charme des letzten Teils wieder verloren ging. Danach blieb die Serie erstmal lange liegen. Erst 2009 kehrte Monkey Island wieder im Doppelpack zurück. Einmal mit der Special Edition des ersten Teils, die den Klassiker mehr oder weniger erfolgreich modernisierte und die Pixeloptik durch einen neuen, knackscharfen 2D-Stil ersetzte. Im gleichen Jahr erschien außerdem Tales of Monkey Island und natürlich brachte auch dieses Spiel wieder einen Tapetenwechsel mit. Das Episoden-Adventure von Telltale Games verwendete eine simple 3D-Engine, die schon in Sam & Max zum Einsatz kam. Dadurch konnten die Entwickler das Spiel deutlich cineastischer gestalten als früher, allerdings fielen einige Umgebungen und Nebenfiguren teilweise sehr detailarm aus. 2010 folgte dann der bislang letzte Auftritt von Guybrush Threepwood, diesmal in der Special Edition von Monkey Island 2. Der gelang es im Großen und Ganzen auch tatsächlich sehr gut, den Charme des Originals einzufangen und in eine neue, scharfe 2D-Optik zu übersetzen. Und welches Monkey Island ist jetzt das Schönste? Wir haben auf pcgames.de eine kleine Umfrage gestartet, in der wir von euch wissen wollten, welcher Grafikstil bei euch am besten ankommt. 4500 Leute haben mitgemacht und das Ergebnis ist eindeutig. Mit 41% geht The Curse of Monkey Island als klarer Sieger hervor. Der aufwendige Cartoon-Look, der 1997 noch eher kontrovers aufgenommen wurde, ist also bei vielen Fans in sehr guter Erinnerung geblieben und kann sich auch heute noch absolut sehen lassen. Auf Platz 2 landet dann schon das gute alte Monkey Island 2. Mehr als ein Viertel aller Teilnehmer haben den Pixel-Look von 1991 als ihren Favoriten gewählt. Wenig überraschend geht der dritte Platz an das Remake von Monkey Island 2, allerdings sind es hier nur noch 12% der Stimmen. Das Original mit seiner VGA-Auflösung schneidet also im Vergleich deutlich besser ab. Weitere 8,5% bevorzugen den Oldschool-Look des allerersten Monkey Island und erst dann, auf dem 5. Platz, kommt schließlich Return to Monkey Island. Der kontroverse Grafikstil erreicht 4,6%, was knapp 200 Stimmen entspricht. Also kein berauschendes Ergebnis für das neue Piratenabenteuer, aber immerhin noch vor dem 4. oder 5. Serienteil. Allerdings wollten wir von euch noch was anderes wissen, nämlich ob sich der Grafikstil auf eure Kaufentscheidung auswirkt und ob ihr überhaupt Bock auf das Spiel habt. Und hier haben mehr als 41% eine klare Meinung. Sie wollen sich das Spiel auf jeden Fall gleich zum Release kaufen. Knapp ein Viertel der Teilnehmer will erstmal abwarten, wie die ersten Wertungen und Meinungen zu dem Spiel ausfallen, was ja absolut vernünftig ist. Fast 16% haben zumindest Interesse und wollen das Spiel irgendwann mal in einem Sale abgreifen. Und nur 13% der Teilnehmer geben an, dass sie der Grafikstil so abgeschreckt hat, dass sie sich das Spiel deshalb nicht kaufen wollen. Zeigt also deutlich, dass viele Fans immer noch richtig Lust auf das Spiel haben. Und das sollten sie auch. Ein gutes Adventure lebt schließlich nicht nur von seiner Grafik, sondern von seiner Geschichte, seinen Dialogen, seinen Rätseln und seinem Sound, der gerade in einem Monkey Island unheimlich wichtig ist. Und das sind alles noch offene Fragen, die erst das fertige Spiel beantworten kann. Eins ist zumindest klar, die Erwartungen der Fans sind selbst nach so vielen Jahren immer noch verdammt hoch. Ein neues Monkey Island von Ron Gilbert gibt schließlich nicht alle Tage. Und nach den jüngeren Ereignissen vermuten wir stark, dass es auch sein letztes Piraten-Adventure bleiben wird. Falls ihr unsere Umfrage verpasst habt oder ihr eure Meinung zum Spiel und zur Grafik einfach nochmal loswerden wollt, dann schreibt uns gerne in dem Kommentar hier unter dem Video. Wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr uns noch ein Abo und ein Like dalasst. Und wenn ihr noch mehr aktuelle Infos rund um Return to Monkey Island sucht, dann checkt doch einfach mal pcgames.de.